heute mal wieder eine Challenge, denn Sabine und ich machen heute die eklige Bohnen-Challenge. Viele von euch wollten dieses Video unbedingt sehen, haben gesagt, okay. Jetzt bekommt ihr es, meine Güte. Ihr wollt uns nur kotzen sehen, das ist so gemein. Ihr wollt immer, ich hab jetzt keine Tücher, Schatz. Egal. Egal. Wir versuchen es so. Wir schlucken es einfach. Ja, so. Hier sind halt die eklige Bohnen drin. Und zwar ist immer eine leckere Sorte drin und eine eklige Sorte, wie zum Beispiel entweder stinkende Socken oder Tutti Frutti. Aber Tutti Frutti ja, ist lecker. Lecker. Ach so. Ja, aber du gesagt hast eklig. Eklig und Dings. Eklig ja. Und oder also sind lecker. Natürlich auch leckere dabei. Oder statt Limone, gemähtes Gras. Aber oder Gras ist doch lecker. Also ist nicht Gras zu brauchen, aber Gras so. Sabine hat alles an den ganzen Rasen weggefressen. Ja, klar. Was ich zum Beispiel eklig finde, ist Erbrochenes. Boah, das ist echt eklig. Mhm. Aber Gott sei Dank gibt es da keinen Popel. Doch, gibt's hier Nasenpopel. Nein. So, wir haben hier ein Rädchen. Süß. Ja, und wir werden... Oh. Wer fängt an, du? Ja, ich bin dein Gast. Dein Gast. Okay. Und so, hier sind die ganzen Bohnen. Wir fangen jetzt mal an. Ich bin mal gespannt, ehrlich. Ich auch. Also ich drehe jetzt an dem Rädchen hier. Oh, oh, das fängt ja gut an. Also entweder ist das jetzt Tutti Frutti oder stinkende Socke. Stinkende Socke. Also wie ist das? Scheiße, ich finde die nicht. Hier, das sind die hier. Ja? Okay, einzelne. Mein schmeckt lecker. Nein, ich glaube, er schmeckt irgendwie nach einem ganz starken Ziegenkäse. Nein, und ist man kaum noch richtig. Ich bin mir nicht sicher. Ob das ich auch nicht. Aber es ist trotzdem lecker. Also meins war irgendwie erstmal lecker, wo ich gekauft habe und jetzt gekaut habe. Und jetzt schmeckt es irgendwie nach Ziegenkäse. Du könntest starten. Ich mag Ziegenkäse, ich glaube, deshalb schmeckt das mir. Ich mag auch den Leute, ich glaube, wir haben wirklich die Socken erwischt, aber irgendwie schon direkt. Scheiße. Das Spiel funktioniert so, bei uns haben wir nicht. Ja, Weiß, entweder haben wir Kokosnuss oder Babywindel. Mmh, lecker. Was ist das? Das ist einfach das hier noch so. Nein, ich hab lecker. Aber ich hab Babywindel. Ja? Aber es ist schon irre. Nein, es ist lecker. Also ich denke mal, ich habe Kokosnuss, hoffe ich, dass das nicht die Babywindel ist und ich das lecker finde. Ich habe Babywindel, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Spiel funktioniert bei uns nicht. Oh, schmeckt einfach. Wir sind so ohne Scheiß, weil wir so viel fressen. Also meins war sehr, sehr lecker. Und gleich haben wir das Ganze leer gegessen und sagen, das war alles so lecker. Grün. Oh, das ist doch das Popel, oder? Nein, bitte nicht. Ja. Nasenpopel, oder? Oder saftige Birne. Saftige Birne. Ich habe Angst. Weil ich auch, ja. Ich auch, ja. Nee, das geht nicht. Echt? Ich glaube, ich habe wirklich Popel und kau darauf rum. Boah, nee. Ich weiß nicht, ob ich Nase sowieso weg. Also ich bin ehrlich, ich weiß echt nicht, was ich habe, aber es schmeckt irgendwie. Nee. Oder vielleicht ist es wirklich dann die Nasenpopel. Oh. Mmh. Schön lecker, Gili. Gili? Haben wir doch immer gesagt, Gili. Gili? Ja. Jelly. Nein, Gili, wenn das so richtig grün ist. Oh, mit Popel. Gili? Boah, das war aber ekelhaft. Ich glaube, ich hatte wirklich die Birne, hoffe ich. Ich hoffe wirklich, dass ich die Birne hatte. Ich glaube, du hättest gemerkt, dass es grün wäre, ja. Okay. Das ist echt nach Popel. Und du meinst, weil normal mit dir. Blau. Aber blau ist entweder Zahnpasta oder Dreibär. Das ist auch immer Dreibär. Ja, aber Zahnpasta ist doch jetzt auch nicht eklig, oder? Doch, das ist eklig schon. Ja? Keine Ahnung. Also wenn ich mir die Zähne putze, mache ich mal so. Weil das so eklig ist. Ja, ich glaube, wenn du mit der Zahnbürste zu weit nach hinten gehst. Okay. Eins, zwei, drei. Ich bin ehrlich, ich habe die Zahnpasta aber schmeckt gut. Ohne Scheiß, es ist jetzt kein Witz, aber. Nee. Ich liebe Zahnpasta. Ich habe einen Fetisch. Ja, ich liebe Zahnpasta. Also, ich esse das jetzt nicht, aber. Boah, nee, das glaube auch daran. Hallo, wir brauchen jetzt keinen Kaum jetzt gekauft. Wir brauchen jetzt gar keinen Kaum jetzt. Wir brauchen jetzt gar keinen Kaum, um die mehr zu kauen.
ich verstehe das nicht, warum das eklig sein soll. Also das kann ich echt nicht verstehen. Ah, nee, nicht schon wie... Nein, nee, boah, ich dachte schon, wie diese eklige Popel. Das ist... Das ist entweder gemähtes Gras oder Limone. Das ist doch das, ne? Ja, ein Farbending. Erdlimone. Du bist weg, wenn das Limone ist. Aber ich denke, Gras schmeckt doch auch. Wieso haben wir dir noch gesagt? Ich weiß gar nicht, aber es ist echt nicht so schlimm. Wir sind nicht normal, ehrlich. Ich glaube, der Hersteller hat jetzt uns fast. Also meins war Limone, wie gesagt. Jetzt ist entweder, orange ist das, ne? Entweder Pfirsich oder erbrochen. Oh ne, okay, also das ist... Ja, also komm, ich muss du sagen, siehst du am Ende schmeckt das noch erbrochen ist. Ist es bei mir, wenn ich das schon sehe und rieche, kotze ich mit. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das... Das ist doch... Das war mit den Stückchen, ne? Aber da habe ich jetzt echt Schiss. Weil das echt weh. Kaum. Ne, mach du. Na, komm zusammen. Oh, Pfirsich. Pfirsich! Wuhu! Meinst du, glaube ich, auch Pfirsich? Du würdest das merken, Schatten. Nicht, dass ihr gerade die ganze Zeit gesagt habt, aber es ist doch fast gar keine mehr drin. Komm, wir versuchen nochmal ein Orange. Das ist einfach just for fun. Nee, aber das ist doch. Hä, die gab's auch gar nicht da drin hier. Also, das ist aber von der ohne diese. Okay, wir machen mal. Und es war lecker, es war also wieder Pfirsich. War lecker, das erbrochen ist. Leckeres erbrochen ist. Weiß. Babywindeln oder? Ja. Bei Babywindeln hat mir gedacht, das schmeckt. Ich bin ehrlich, ja, irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Es schmeckt wie Nivea-Creme. Ja! Oh, ist doch nicht so nach. Hallo? Aber, ey, auch nicht schmeckt wie Babywindeln. Hä? Das schmeckt nach Nivea-Creme irgendwie. Warte, ich nehme mal an, weiß es. Guck mal, wir essen alle nicht auf, wirklich. Ach, du mit deinem Popel. Nein, nee. Das ist ohne Stückchen, das ist ohne Stückchen. Das ist entweder wieder Gras oder das andere. Okay, komm, Gras geht immer. Ich denke mal, das ist vom Junk. Ich hab Gras, aber es ist lecker, ohne Scheiß. Ja. Du auch? Ich hab Gras. Ich auch, aber es schmeckt frisch. Vielleicht hat aber was von Aceton auch ein bisschen. Gar nicht. Lecker, es schmeckt frisch. Wie auch Gras. Nächstes was? Nein, das ist Gras, aber es schmeckt lecker. Ich hab, glaube ich, weiß nicht, was ich hab. Das ist mit Gras kennen wir uns ja gut aus. Wir brauchen gar nicht, wir essen einfach so alles. Angie, du bist dran. Angie? Angie. Angie wollte ich sagen. Moment, mich Angie. Angie. Okay, jetzt haben wir braun. Das ist jetzt entweder Hundefutter oder Schokopudding. Schokopudding. Ich weiß nicht, was ich habe. Wir sind Geschmacksbehinderte. Nee, oder? Nee. Okay, jetzt ist es eklig geworden. Ich glaube, wir haben Hundefutter, oder? Nee, ich schmecke nicht nach Schoko. Oder sag ich? Nee, ich habe Schokopudding. Ich schwöre, das ist jetzt kein Witz. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe Schokopudding. Glaube ich jedenfalls. Also schmeckt das richtig nach Schoko? Soll ich noch einen Bohnen nehmen? Komm. Nee, ich habe Angst, ich kriege schon Bauchweh. Ich habe so viele Dinger gegessen. Ich auch, aber mein Gott, komm. Ich weiß nicht. Oh! Nee! Scheiße, ich glaube, ich habe sicher noch eine. Ich habe auch noch eine genommen. Das ist eklig, ne? Eklig, das merkt man. Du hast gerade Schokopudding gehabt, weil das kann es nicht sein. Ja, aber ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. So ich habe das gegessen einfach. So, gelb. Das ist jetzt entweder... Oh, nee. Popcorn oder Faust Ei. Boah, das kann ich aber wirklich nicht. Boah, das ist echt. Ehrlich? Nee, Ei ist. Boah, ekelhaft. Boah! Ich glaube, wir haben die ganze Zeit die leckeren Sachen gehabt. Nee. Nee, aber das war jetzt. Boah, das ist übel. Gras finde ich jetzt lecker. Die anderen gingen. Ich weiß gar nicht, ob ich auch Hundefutter gegessen habe.
Weiß man nicht so genau. Ist jetzt aber in meinem Bauch. Kennst du was? Die ist schlecht, aber du kannst die aufhören. Ja, wir hören jetzt aber auf. Ich glaube, ich muss kurz. Also Leute, ganz ehrlich, klar, die Sachen schmecken sehr, sehr eklig. Also Hundefutter fand ich schlimm. Das Ei fand ich am schlimmsten, das war echt. Aber ich fand auch Hundefutter, du hast es nicht gegessen, Hundefutter, doch, nein, hast du. Weiß ich, es schmeckte nicht nach Schoki. Nein, natürlich nicht, es war wie richtig, boah, ja, ich weiß es nicht, also es kann sein, dass also, Hundefutter, ich meine, Hundefutter hatte, aber egal. Faules Ei, ja, ihr Süßen, das war auch von mir und meiner Alten hier. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wir danken euch mal wieder fürs Zusehen. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bye.